Die Macht der Komplimente. Ich rede sehr oft von toxischem Metaframing. Das ist eine Art, den anderen niederzumachen, wie zum Beispiel du kannst nichts, aus dir wird nichts und so weiter. Es gibt viele verschiedene Arten von toxischem Metaframing. Direkt, indirekt, verbal, nicht verbal. Darüber habe ich schon öfters geredet in meinem Kanal. Wenn man sich das anschauen will, geht man auf die Suche einfach bei mir und gibt ein toxisches Metaframing. Aber was ist das Gegenteil? Und wichtig ist, toxisch Metaframing macht jede Beziehung kaputt. Wenn du anguckst, was ist eine schlechte Beziehung, dann wirst du immer feststellen, dass dahinter sich toxisch Metaframing verbirgt. Okay? Das Gegenteil von toxisch Metaframing sind Komplimente. Komplimente. Und hier ist was ganz Wichtiges. Ich möchte dir eine Aufgabe geben, dass du drei Komplimente aussprichst zu Menschen, die dir ganz nahe stehen. Nicht andere Menschen, nicht irgendwelche Menschen oder so, nur welche, die dir ganz nahe stehen. Und die erste Person, der du das gibst, ist dir selber. Du gibst dir jetzt in diesem Moment dir selber ein Kompliment, was es auch immer ist. Ja, soll was Ehrliches sein, und das ist hier das Wichtige, das kann kurz sein, das kann ehrlich sein. Und du willst absolut nichts zurück, du erwartest gar nichts von einer anderen Person, auch nicht von dir selber. Ja? Und schau mal vielleicht, dass das ein Kompliment ist für, also du musst es einfach ehrlich spüren. Ja? Es kann was Kleines sein, wie zum Beispiel, deine Brille steht dir heute besonders gut oder was weiß ich. Ja? Du lässt sie einfach, du musst es auch nicht sofort forcieren und es der anderen Person sagen, sondern während du mit der anderen Person Zeit verbringst, fällt dir vielleicht etwas auf, bei deiner Mutter, bei deinem Vater, bei deinen Kindern, bei deinem Partner, bei deiner Partnerin, fällt dir irgendwas auf, bei den Großeltern, was von alleine irgendwie hochkommt und denkst dir, oh, das haben die aber jetzt gut gemacht oder das steht ihnen gut oder irgendwas, egal was. Drei Komplimente. Die möchte ich, dass du bis spätestens morgen alle raushaust. Mit dem ersten kannst du ja schon anfangen. Und du darfst gar nichts zurückverlangen. Egal, ob die andere Person zu dir toxisch ist oder nicht. Mach einfach ein kleines Kompliment. Und beobachte auch, ob du es in dir loslassen kannst, ob du wirklich bedingungslos geben kannst und kannst dir sagen kannst, ja. Weil ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt in Algarve, die hatte so einen starken Konflikt mit ihrem Partner und der Partner war eigentlich ein toxischer Metaframer und sie war mit ihm auch nicht glücklich. Und sie wollte auch von mir unbedingt eine Massage und ich habe gesagt, nee, ich verstehe mich mit deinem Partner sehr gut, ich möchte da nicht noch extra Ärger. Und ich habe auch gespürt, wenn der da was gespürt hätte, dann könnte das sehr unangenehm geworden sein. Und es war auf so einem Campingplatz. Und ich habe ihr gesagt, gib ihm noch einfach mal ein paar Komplimente. Und sie hat gesagt, oh, das ist schwierig. Oh, ja. Ich habe gesagt, wieso ist das schwierig? Das ist doch dein Partner. Und dann hat sie ihm Komplimente gegeben und er hat weiter natürlich mit seinem toxischen Metaframing weitergemacht. Und dann ist sie in einem Moment zu mir gerannt und war total geheult und so und alles ist rausgekommen und so. Und die Beziehung war sowieso ganz, ganz schlecht. Und man muss dazu auch sagen, ich rede ja davon, eine Beziehung kann nur gut sein, wenn man den gleichen Seelenplan hat. Und da muss man halt schauen, ob das zueinander passt. Ja. Aber du kannst auch einen toxischen Metaframer durch ein Kompliment nicht verändern. Aber was du machen kannst, eine Beziehung, die vielleicht nur leicht angeschlagen ist oder die du ein bisschen verbessern willst, kannst du mit dem Kompliment machen. Aber du darfst wirklich gar nichts zurückverlangen. Also nicht das Kompliment geben und nur erhoffen, dass sich damit die Beziehung verbessert. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man das aus dieser Energie heraus macht. Ich gebe sehr oft gerne auch größere Tipps, also wenn ich jemandem Trinkgeld gebe oder so irgendwas, auch gerne ein bisschen größer, wenn ich das Gefühl habe, dass sie wirklich gute Dienstleistungen gemacht haben oder dass ich das Gefühl habe, dass sie mir was gebracht haben. Und dann ich gebe das, aber ich warte gar nichts zurück. Also die müssen danach müssten die gar nicht irgendwie speziell zu mir sein, sondern ich gebe dir das einfach so. Und genauso sollte das Kompliment sein. Jemand, der für dich schon in der Vergangenheit